Wir kommen jetzt von der Kathedrale vom 21. Jahrhundert und KKL und stehen jetzt auf dem Bahnhofplatz. Das war der Standort der Kathedrale vom 19. Jahrhundert. Vielleicht fragen Sie sich, ob der Ausdruck Kathedrale zutreffend sei. Wenn Sie den alten Bahnhof Luzern von 1896 anschauen, wird die Zuschreibung rasch verständlich. Eine monumentale Kuppel hat im Bau etwas Sakrales gegeben. Man könnte auch sagen, der Luzerner Bahnhof war ein Denkmal. Das hat in die Zeit gepasst. Nach der Gründung des Bundesstaats von 1848 hat die junge Schweiz sich historisch inszeniert. Junge Staaten brauchen alte Geschichten. Rund um den Vierwaldstättersee sind zahlreiche Denkmäler entstanden. Zuerst ist der Schillerstein errichtet worden, 1859, dem Sänger Tells gewidmet. Dann ist der Ankauf vom Rütli durch den Bund gekommen. Und 1882 Tells Kapelle in Sisiken. Nach dem Trauma vom Sonderbundskrieg von 1847 hat das historische Fundament geholfen, politische Gräben zuzuschütten, das Land zu einigen. Und zudem haben nicht nur Denkmäler beigetragen, sondern auch eidgenössische Bauten. Es sind Bahnhöfe, Postgebäude, Verwaltungsgebäude. Und ein ganz wichtiges Element sind die monumentalen Kuppeln. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Suva auf der gegenüberliegenden Seeseite. Baujahr 1914. Ein Badan zum damaligen Bahnhof. Zwei Kuppeln haben die beiden Seeseiten markiert. Man könnte fast sagen, sie haben sie besetzt. Jetzt wenden wir uns im Rundbogen vom ehemaligen Bahnhof zu, gerade hinter mir. Der Bahnhof ist übrigens abgebrannt 1971. Bekrönt wurde ist das Rundportal 1907 mit einer eindrucksvollen Plastik. Ein Mann sitzt auf einem Gefährt, das sich auf zwei Schienen vorwärts bewegt. An der Radnabe sind zwei Flügel angebracht. Es sind Flügel vom Götterboten. Hermes bei den Griechen, Merkur bei den Römern. Der Gott vom Verkehr treibt das Gefährt an und zwei Arbeiter sorgen für freie Fahrt. Kühn lenkt der Mann mit Arm und Hand über den See weg in die Zukunft. Der Name der Plastik lautet Zeitgeist. Geschaffen wurde ist das Kunstwerk von Richard Kissling, einem führenden Plastiker von seiner Zeit. 1895 hat der gleiche Richard Kissling das Tell-Denkmal Zaltdorf gestaltet. Das Werk dort hat zurückgeschaut in eine mythische Vergangenheit. Der Zeitgeist auf dem Luzerner Bahnhofportal hingegen ist gleichzeitig vorwärts gepreschert. Dieser Gegensatz hat die Zeit um 1900 wesentlich geprägt, wie ein weiteres Beispiel zeigt. Das Hotel Château Götsch auf der Anhöhe der Stadt ist 1901 zu einem rückwärtsgewandten Märli-Schloss umgebaut worden. Auf dem Bahnhofplatz dagegen hat sich ein Symbol für einen Fortschritt erhoben. Es war die Zeit, in der das Neustadtquartier hinter dem Bahnhof eine rasante Entwicklung genommen hat. Es war ein Boom ohnegleichen. Wenn man aber die Strassen anschaut, weist das in eine ganz andere Richtung. Frankenstrasse, Murbacherstrasse, Habsburgerstrasse, Waldstätterstrasse und jetzt kommen wir die Schlachten. Morgartenstrasse, Sempacherstrasse. Man stellt also fest, die Zeit hat zwei Ausrichtungen, zwei Gesichter. Auf der einen Seite der Aufbruch und auf der anderen Seite die Rückschau.